Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Ja, und wir haben gestern ein ausgebüxtes Pferd. Oh. Also, ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Der Pfarrer sagt es, war ein herrlicher Abend. War auch eine coole Folge. Also wir haben ein cooles Teil für unser Pferd haben wir bekommen. Wir haben beim Würfeln verloren, aber dafür haben wir mit dem Pfarrer gesoffen und rumgehurt. Hörst du nicht? Wacht auf, ihr Saufköpfe! Oh, heilige Scheiße. Wer zum Henker bist du denn? Heinrich. Mein guter Freund Heinrich. Hatten wir nicht einen großartigen Abend? Ja, du ganz bestimmt, du alter Lustmolch. Aber jetzt reißt du dich besser schleunigst zusammen. Du hast nicht mehr viel Zeit. Auf dem Tisch stehen Wasser und etwas zu essen. Aber an deiner Stelle würde ich meinen haarigen Arsch bewegen, bevor mich meine Herde lebendig auffrisst. Wer ist der Mann, die Frau? Oh, großer Gott, mein Schädel. Oh, mein Magen. Oh, mein armer, leidender Magen. Oh, was hat das Weib da gefaselt? Bevor mich meine Herde lebendig auffrisst? Ich hab was verpasst. Ich hab irgendwas vergessen. Wo zum Teufel bin ich? Was zum Teufel war es? Die Messe! Oh Scheiße, die blöde Messe! Ich muss die Messe halten. Du musst mir helfen. Wie? Digga. Du bist hier der Pfarrer. In diesem Zustand schaffe ich das nicht. Die Liturgie vielleicht. Aber die Predigt muss auch sein. Oh, das wird ein Desaster. Die exkommunizieren mich noch. Ich würde ja gerne helfen, aber... Genau. Du hältst die Predigt an meiner Stelle. Was? What the fuck? Also, zuerst untersuche ich einen Mord, den irgendwie niemand untersucht haben will. Dann bringe ich betrunken die ganze Stadt um ihren Schlaf. Und jetzt soll ich auch noch für dich deine verdammte Predigt halten? Willst du, dass sie uns beide verbrennen? Nein. Nein, ich hab's. Wir sagen, du bist Herrn Ratzigs Schützling und kommst gerade vom Studium aus Prag zurück. Du möchtest Meister Jan Hus Lehren verbreiten, den du kürzlich hast predigen hören. Heinrich, bitte. Soweit ich mich erinnere, haben wir es gestern etwas übertrieben. Und wenn sich der Vogt oder jemand anders über mich beschwert, dann reißt mir der Bischof den Kopf ab. Deshalb fände ich es sehr schön, wenn du aufhörst, mich doof anzuglotzen und anfängst zu helfen. Du bist verrückt. Absolut völlig verrückt. Bin ich nicht. Und es kann nichts schiefgehen. Das wird super. Boah. Und noch etwas. Wenn du mir hilfst, dann verrate ich dir, wer Heinz Kumpan sind. Das ist ein Deal. So aufgelagert. Neue Stufe erreicht, Trinkfestigkeit. Also gut. Aber ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Was genau soll ich also tun? Ich eröffne den Gottesdienst und stelle dich dann vor. Danach hältst du die Predigt, die du gestern in der Schenke gehört hast. Musst sie nicht in die Länge ziehen. Wenn alles gut geht, erzähle ich dir, was ich weiß. Jesus Christus. Also gut. Abgemacht. Wunderbar. Dann an die Arbeit. Also, die Wendung der Quest, die hat mir gefallen. Mal her. Komm schon, was soll die Trödelei? Wir haben keine Zeit. Oh, ich bin schon wieder fett gefressen. Ist ja gut, geh vor. Wie kann das sein? Eine ganze Nacht gesoffen und jetzt bin ich fett. Schweinchen, Pick. Was bedeutet der Buff eigentlich? Überfressen. Du hast dich überfressen und dir ist schlecht. Deine maximale Ausdauer. Die brauche ich hoffentlich jetzt nicht.
Ruf verschlechtert. Ich dachte schon, er taucht nie auf. Der Saufkopf. Schau mal, kann kaum laufen nach seinen Kapriolen von gestern Nacht. Du warst doch dabei, du Blödmann. Schaut ihn euch an. Heilige Maria, er wird sich gleich übergeben. Alter, das ist ein Priester nach meinem Geschmack. Dem Geschrei von euch Idioten habe ich heute Nacht kein Auge zutun können. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Lass den Wein mal besser stehen. Brüder und Schwestern, einige von euch hatten bereits die Ehre, Heinrich von Skalitz kennenzulernen, der auf Geheiß von Herrn Hanusch herkam, um das abscheuliche Verbrechen von Neuhof zu untersuchen. Das ist kein Grafikbug, ne? Wisst ihr nicht, dass Heinrich kürzlich Prag besuchte und dort durch Gottes Gnade einer Predigt des Jan Hus von der hochgeschätzten Prager Universität beiwohnen durfte? Es gelang mir, Heinrich zu überreden, sich heute hier an meinen Platz zu stellen und euch Hus' Lehren näher zu bringen. Denn, wie ihr sicherlich alle wisst, ist Jan Hus ein wirklich sehr beliebter Prediger in Prag. Also, Heinrich, du darfst beginnen. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Wer von beiden zuerst kotzt? Nee, ich bin gespannt, was ich da erzähle. Brüder und Schwestern, lasst mich gleich zum Punkt kommen und über die Korruption der Kirche sprechen. Der Knabe ist eine Schande. Die Schöpfung hat zwar jedem Menschen die Macht verliehen, über die Welt zu herrschen, aber diese Macht gibt ihm nicht gleichzeitig das Recht dazu. Dieses Recht gehört Gott allein. Es ist die Korruption von Gottes Seelenhirten hier auf Erden, welche uns Unglück bescheret hat. Die Pest, Feinde, Ungerechtigkeit, Hunger und Chaos, Missernten, Brände, Flut und andere Katastrophen. Der verfluchte Wohlstand, in dem sich die Kirche labt, vergiftet beinahe das gesamte Christentum. Wenn Hunde um einen Knochen streiten, so nimm den Knochen und sie werden aufhören. Gleich wie Raben, die über dieses Land kamen, um jeden Krümel Gold und Silber aufzupicken. Sie zeigen keine Gnade, denn ihre Herzen sind von Habsucht verseucht. Alles tauschen sie ein, alles steht zum Verkauf. Ihr wollt ein Kind taufen? Zahlt. Ihr wollt rauben und morden? Zahlt. Und euch wird die Absolution erteilt. Und die Prälaten sündigen und erteilen sich selbst die Absolution. Schande! Schande über sie! Zu gern predigen die fressgierigen Prälaten und Mönche gegen die Sünde. Aber was wissen sie schon über uns, das gemeine Volk? Erinnern wir uns an die Hochzeit zu Kana, bei der unser Herr Jesus Christus mit den anderen speiste und trank. Und als der Wein zur Neige ging, wirkte er ein Wunder und erschuf mehr. Er, dessen Begleiter arme Reisende, einfaches Volk, Liebesdamen und Unruhestifter waren, vollbrachte ein Wunder, damit das Fest weitergehen konnte. Also das ist mal eine gute Predigt. Nein, Brüder und Schwestern, Jesus verteufelte den Alkohol nicht. Trinke, um das Kreuz zu erleichtern, das du trägst in diesem Tal der Tränen. Doch tue es so, dass du den heiligen Sabbat nicht verletzt.
Denn es soll Maß geben in allen Dingen. Und nicht das Trinken an sich ist frevelhaft, sondern Maßlosigkeit und ungezügeltes Frönen. Recht hat er. Ja. Genug von den Sünden, von denen die Prälaten so gerne predigen. Und genug von der Absolution, die sie euch versprechen, wenn ihr nur genug zahlt. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Sagen uns die Bischöfe dann, dass auch er in den Himmel auffährt? Und was ist mit diesen Bischöfen? Sie sündigen ohne Reue und mit dem Geld, das sie den Armen für Ablassbriefe rauben, halten sie sich edle Rösser und unzählige Diener. Sie würfeln und kleiden ihre Mätressen in teure Pelze, während Christus barfüßig war und seinen Kopf nirgends hat zur Ruhe betten können. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt, denn Gott und seine Jünger sehen euch. Nieder mit den Prälaten, hinfort mit ihnen. Wir haben Glück, Pater Godwin zu haben, einen gerechten und einfachen Mann. Gott sieht, was sich auf Erden zuträgt, und er ist erfüllt von rechtschaffenem Zorn, da jene, welche nach der Erlösung der Seele streben sollen, stattdessen den Mammon verehren und lohnende Ämter an sich reißen. Gesegnet seien die Hirten, die die Armut ihrer Herde teilen, die eins sind mit euch und die mit euch die Bürde dieser weltlichen Pilgerschaft teilen, ohne eure lässlichen Sünden zu verurteilen. Ja, Ehre sei Godwin. Lasst ihn saufen wie unser eins. Das ist alles, was ich in Prag hörte. Amen. Ja, ich finde, ich habe das ganz gut gemacht. Er hat gut gesprochen, wenn man mal bedenkt, was für ein Säufer er ist. Er hat recht, dieser Hus. Der junge Mann sollte nicht so viel saufen, aber reden. Das kann er wahrlich gut. Ich bin froh, dass er herkam. Ich werde wohl nie nach Prag kommen und er hat es gut nacherzählt. Wo ist eigentlich meine Rüstung? Alle Achtung, du hast wirklich Talent, mein Junge. Das muss ich dir lassen. Und du hast mir den Arsch gerettet. Ich hätte es nicht geschafft. Ja, das habe ich bemerkt. Und da war ich nicht der Einzige. Ach, was soll's. Ich bekomme das schon wieder hin. Also, unsere Abmachung. Obwohl es eine Sünde ist. Genauso wie Völlerei. Und Unzucht auch. Gott vergibt den Büßern. Gut. Was hat dir Heinz alles erzählt? War er an jenem Tag in Neuhof? Mit wem war er dort und wo ist der Rest seiner Bande? Ganz ruhig. Allzu viel hat er mir leider nicht erzählt. Lass mich nicht hängen nach allem, was ich getan habe. Für dich. Nun, Heinz kam zu mir, kurz nachdem es passiert war. Sein Gewissen plagte ihn. Und ich muss sagen, letzten Endes erschien er mir redlicher, als ich erst dachte. Er sagte, sie wurden über einen ihrer Kumpanen angeheuert. Sie dachten, sie würden bloß ein paar Pferde stehlen. Doch dann wurde alles hässlich und Menschen wurden umgebracht. Weder er noch seine Freunde wollten so etwas Grausiges tun. Sie stritten sich mit dem Rest der Gruppe und flüchteten. Sie stritten? Ja, in den Wäldern bei Neuhof wurde eine Leiche gefunden. Das würde einiges erklären. Heinz versicherte mir ständig, dass er kein Mörder sei und das alles doch gar nicht wollte. Also dann tötete Heinz einen der Banditen und ist nun selbst tot. Problem dabei, ich muss diejenigen finden, die noch am Leben sind. Ich brauche Namen und Orte. Hat er mal was von den anderen erwähnt? Nur die Spitznamen. Er erwähnte einen Kerl namens Stinker aus Ledetschko, Pius und Timmy. Was, Pius? Klingt wie ein Heiliger, davon habe ich jetzt wirklich genug. Wieso das denn? Du wärst ein sehr guter Pfarrer. Wie auch immer, mit deinen Fähigkeiten wird es dir sicher gelingen, diesen Stinker aus Ledetschko aufzuspüren. Ich habe wohl keine Wahl, andere Hinweise gibt's nicht. Hoffentlich wurde er nicht auch an eine Wand genagelt. Hoffentlich. Ich riskiere einen Kirchenbann nur ungern für nichts. Nun denn, viel Glück und pass auf dich auf. Diese Leute meinen es offenbar ernst. Und ich würde wirklich gerne mal wieder einen mit dir heben. Ja, ich versuch's. Obwohl ich mir sicher bin, dass ich noch so eine Nacht nicht überleben würde. Und falls jemand fragen sollte, von mir weißt du nichts. Ich werde alles abstreiten. Daran habe ich keinen Zweifel. A7.
Ast rein. So. Die Wege des Herrn. Auf der Fährte. So. Ein als Stinker bekannter Bandit, der zu jener Bande gehörte, die Neuhof überfiel, soll sich irgendwo in der Nähe von Letschenko aufhalten. Leider ist das alles, was ich bis jetzt in Erfahrung bringen konnte. Allerdings sollte es nicht allzu schwierig sein, ihm auf die naja Fährte zu kommen. Obwohl das vermutlich nicht die erfreulichste aller Begegnungen wird. Spüre Stinker auf. Boah, leck, funny, das ist aber weit unten. Ich glaube, wir machen dann erstmal wieder einen Abstecher nach zur Mühle. Würde ich einfach mal so vorschlagen. Ah, da kommt er! Oh, Pebbles! Du bist so ein Feiner. Weiß ich gar nicht. Bist du Mädchen? Du bist Mädchen. Sag ich jetzt einfach. So, Pebbles. Wir wollen zur Mühle. Denn ich weiß nicht, also das ist so mein Problem, was ich habe. Ne? Normalerweise, ich bin so an Skyrim und so gewöhnt. Und da macht man halt Nebenquests, um übermenschlich stark zu werden. Und hier ist halt, ja okay, ne? Das hier mit mit dem Pferd war ja auch eine Nebenquest. Und die hat uns hier ein cooles Banner dafür Pebbles verschafft. Ne, wie heißt das? Schabracke. Schabracke. Ja, ich glaube, das war ganz gut. Wir haben schon 17 Uhr. Ast rein. Ich glaube auch, ich möchte mal hier so eine Verkaufstour machen jetzt. So, was haben wir hier? Arbeitsstiefel, Armschienen, Augentrost behalte ich, Baldrian behalte ich, Bettlertunika, okay. Biancas Rinnen behalten wir. Braune Beinlinge, braune Tunika. Brezel, Brot, das ist alles kaputt. Deutsche Beckenhaube behalten wir. Edle Stiefel behalten wir auch. Einbeere, Eschenlangbogen. Ey, den würde ich so gerne benutzen, ne? Aber Fliegenpilz, Frauenlatschen. Gefärbtes Plattenwams. Gewöhnliche. Hemd von Stefanie, ne? Das müsste ich auch mal hier reparieren. Was ich hier mit Hirschleder und so anfangen soll, das ist mir noch nicht so. Ja, Karotte ist Fratze, Knüppel, Kohl, Kommunionskelch. Konservierungsmittel. Kriegshammer mit Dornen. Behalten wir auch erstmal. Kunes Schlüssel. Kurzer Skalitzer Waffenrock. Kam weg. Langstreckenpfeil. 38 Stück habe ich davon. Geil. Leisetreter. Oh, die verticken wir jetzt. Löwenzahn. Met. Minze. Modische Schlappen behalte ich auch erstmal. Mohnblume, Nackenschutz, Pferdeleder,
Retterschnaps haben wir noch zwei, Ringelblumen, Ringelblumenaufguss, rote Beete. Fratze kann weg. Rustikaler Eibenbogen. Ist der besser als den, den ich zurzeit habe? Vielleicht kann ich den ja benutzen. Haselnussbogen. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Sachs. Was ist das? Was ist ein Sachs? Behalte ich erstmal. Ich nicht weiß, was das ist, behalte ich erstmal. Schierling ist kaputt. Schwert des Jägermeisters. Spinnennetz. Uralte Karte. Verband. Verbesserter Lang. 120 Stück? Und ich habe gerade Pfeile gekauft. Bin ich denn doof? Verzierte deutsche. Die behalten wir. Verzierte Reiterschiff behalten wir auch. Verzierter roter Waffenrock. Den nehmen wir mit. Die Zwiebel nehmen wir auch mit. Gut. Ich hoffe, wir schaffen das noch vor Geschäftsschluss. Was? Ich kann nicht mehr mit dir... Oh, ist das... Das ist doch die Pest. Uhr. Wisst ihr was? Komm. Wir gehen knacken. Bis zum nächsten Tag. Ich habe ja hier nichts mehr zu tun, ne? Questlog. Liebeswerben, okay. Plünderer. Ah, die sollten wir umlegen. Egal, wir gehen knacken und dann schleppen wir uns morgen zum Markt und da wird dann erstmal die ganze Scheiße vertickt. Fünf Uhr bei meiner Geschwindigkeit. Bin ich dann auch pünktlich, wenn die Läden aufmachen, wieder da. So, und dann weiß ich halt nicht, ne? Soll ich jetzt erstmal die Hauptquest ein bisschen ruhen lassen und erstmal hier so ein paar Plünderer da umballern? Wo ich mir dann wieder denke, scheiß die Wand an. Das ist schon wieder Plural, Plünderer. Ja, nicht nur ein Plünder, sondern Plünderer. Wie sieht meine Sattheit aus? 70. Komm. Gönn dir was.
Bin ich jetzt komplett? Ein Hemd fehlt mir noch, ne? Was ist denn hier mit Stefanis Hemd? Ich meine, das ist zwar dreckig, aber... Er tauscht ja dann gegen den Gambasson ein. Ach, das ist ja ärgerlich dann. Allerdings gibt hier Stärke, Agilität, Vitalität, Redekunst. Ist schon nicht verkehrt. Ist aber Fratze. Die können wir anziehen. Gut. Polsterte Bunthaube brauchen wir auch. Halskette. Ist okay. Kann ich eigentlich... Ja, kann ich direkt hier mitnehmen. Ins Inventar. Ins Inventar. Dörrfleisch ins Inventar. Ja, einen Stachel lasse ich erstmal da drauf, weil ich habe die Hoffnung, wenn ich Ich habe die Hoffnung, wenn ich mal irgendwann besser werde, kampftechnisch, dass es dann auch den vollen Schaden entfaltet. Ach. Ich liebe das, ne? Also ich stehe auch in Real Life um die Uhrzeit auf, weil ich finde das so geil, das Licht, ne? So, und ich glaube, es ist auch ganz taktisch klug, wenn ich dann mal hier das Badehaus nutze. Damit ich nie aussehe wie so ein Lump. Ne? Denn ich habe mich ja da in der letzten Folge da in irgendwelchen Tümpeln rumgetrieben. Oder in der vorletzten Folge, ich weiß es nicht mehr. Echt nice, das Game. Ja. Die Damen sind leider noch nicht am Start. Gut. Komm. Dann wart mal. Da geht die Glocke ab.
Gute Frau. Warten Sie. Komm her, Christian, Frühstück. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Da hast du. Du bist zwar absolut nutzlos, Hund, aber... Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin an euren Diensten interessiert. Aha, und was darf's sein? Ach so, ja, ich krieg das ja jetzt umsonst, ne? Ja, hier, alles, was dazugehört. Ich hätte gerne, ein Bad. Zu zweit? Du wirst es nicht bereuen. Weiß ich. Mach's gut. Das, also wo ich bezahlt habe, habe ich gesehen, war ich 3 Stunden hier. Jetzt umsonst kriege ich 1 Stunde. Reicht aber auch. Mal eben frisch machen. So. Gute Frau, hab Dank. Wie kommen wir denn wieder hier raus? Jetzt ist meine Kleidung auch wieder sauber, ne? Ja, ich glänze jedenfalls. So. Ganz genau. Ja, das war in Uschitze war das besser. Da wollte ich das eigentlich machen. Ich wusste ja nicht, dass das hier da so zusammen so eskaliert mit dem Pfarrer. Ich dachte, wir saufen ein. Dann verrät er mir vielleicht, was er gesagt hat im Suff. Aber dass ich da mit dem die ganze Nacht rumhure, hat mich positiv überrascht. Also das ist ein Kirchenmann nach meinem Geschmack. Und da habe ich eigentlich gedacht, dass ich da in der Kneipe dann übernachten kann, weil da gibt es ja auch die Truhe, da wollte ich die Truhe da leer machen und dann mal hier so eine kleine Verkaufstour starten. Das ist schon krass, dass ich da... Aber ich kann vielleicht dann auch mal jagen gehen. Mal gucken. Habe ich jedenfalls so gehört. Ist nicht verkehrt, jagen zu gehen. Vor allem die eine Quest, wo Ronny sagte, die habe ich eigentlich schon verschissen. Die könnte ich dann eventuell noch ein bisschen weiter treiben, ne? Ist schon blöd, ne? Ich meine, cool, dass das so ja, realistisch angehaucht ist. Ne? In Skyrim, da kannst du jede Quest annehmen und wann du die machst, scheißegal. Hier läuft so, wie ich gehört habe, halt das Spiel auch weiter. Egal, ob du da warst oder nicht. Ne? Sprich, die Kranken, die liegen da jetzt und verrecken langsam, weil Heini nicht in der Lage ist, den adäquat Hilfe zu leisten. Und? Ich bin schon lahmarschig unterwegs. Gunesh.
Macht das eigentlich einen Unterschied? Also kriege ich bessere Preise, wenn ich Waffen hier bei dem verticke, oder? Köter, ey. So ein nervtötender Typ, ne? Den kann ich nicht leiden. Deswegen, ich gehe zu dem, der kann alles Mögliche, kann man bei dem loswerden. Der gute alte Gemischtwarenhändler. Guten Tag. Beste Grüße. Ja. Du mich auch. Möge Gott. Boah, was? Bist du denn drauf? Ne. Dann verticke ich dir nur alles. Wie viel hast du? Vermögen? 200? Eventuell muss ich dem Kerl dann doch was Arm schieben. Axt kann weg. Bettlertunika. Braune Tunika. Brezel. Brot. Dörfleischfackel. Frauenschlappen. Wieso ist das grau unterlegt? Das und jetzt bist du schon am Arsch. Scheißdreck. Ja gut, dann gib her. Geflickte Beinlänge. Gepolsterte Bunthaube. Hier die gewöhnliche, die kannst du haben. Strähnenwürfel. Grüne Tunika. Weg. Grüner Spitzhut. Weg. Hier Schleder. Kannst du beide haben. Hundeleder. Weg. Jagdhandschuhe. Weg. Karotte. Knüppel, 3 Stück gleich. Alles klar. Ja, Kohle habe ich auch noch. Kuhleder. Kurzer Skalitzer Wappenrock. Zahn. Den behalte ich. Oder? Ja, aber da, okay, ich kriege bei dem... Also Charisma geht ein bisschen runter. Dafür ist bei Stefanie ist halt Sichtbarkeit geht auch runter. Ich weiß nicht. Komm. Leise Treter weg. Nackenschutz weg. Na. Ja. Rote Beete. Rote Beete. Schafsleder. Weg. Schierling. Spinnennetz. So. Besprechen Anders. Wir den Preis. Ist gut.
Ja, komm, alles, was du hast. In Ordnung. Finde ich gut. Nö. So, und schon können wir wieder laufen. Wie kann ich denn jetzt austesten, welchen Bogen ich benutzen kann? Oder kann ich das irgendwo auch... So. Rustikaler Eibenbogen. Den benutze ich zurzeit, ne? Und den würde ich gerne. Info. Achso, da steht, minimale Stärke brauche ich 2. Alles klar. Minimum Agilität brauche ich 1. Also den kann ich benutzen. Gut. So. Da hinten ist eine Quest. Hinweisgeber-Quest. Lass uns mal... Oder wisst ihr was? Komm. Das war halt so eine kaputte Folge. Aber musste halt auch mal sein. So, dann gebe ich dem Heini da noch seine Kohle. Hör mal. Landstreicher. Gelobt sei Jesus Christus. Ja. Ich habe dein Geld. Wird gern das Gesicht von dem Bastard sehen, wenn er es bemerkt. Hier, ein Teil von dem Geld, wie versprochen. Und ich habe einen anderen Auftrag für dich. Aha. Was für ein Auftrag ist das? Wo du auch hingehst, siehst du arme Tölpel wie mich, die nicht meinen Pisseimer haben und betteln müssen. Aber du siehst auch diese vornehmen Rateier, die sie hochnäsig daherstolzieren, nur an sich selbst denken und sich einen Dreck um uns arme Leute scheren. Okay. Mit dem Geld aus dem Beutel einer einzigen vornehmen Gans könnten wir uns alle satt essen. Ihr wisst schon. Ein voller Magen für alle? Das muss dann aber ein dicker Geldbeutel sein. Ich versuche es. So ist's recht. Im Gegenzug bringe ich dir was bei. Du bekommst natürlich auch was ab. Cool. So. Wie spät haben wir das eigentlich? 10 Uhr. Alles klar. Dann... Was ist das denn hier? Achso, das ist die vornehme Gans. Egal. Wir reisen jetzt nochmal zurück zur Mühle. Pferdchen. Denn da sitzt Theresa. Und das habe ich noch gesehen. Liebeswerben. Besuche Theresa, die Müllerin, am Vormittag. So. Und das nehme ich mir fest für die nächste Folge vor. Von daher, ich bedanke mich fürs Zusehen. War heute leider ein bisschen mit sich den Berg hochschleppen. Ne? Muss auch sein. Und ich bin immer noch in der Lernphase. Ne? Deswegen, ich habe heute mal 2 Folgen hochgeladen. Ist ja Freitag. Ne? Dann könnt ihr auch doppelt gucken. Ich versuche es beizubehalten. Und ich hoffe, mittlerweile hat Ronny aufgehört, mit mir zu schimpfen. Ne? Dass ich nur Kappes mache. Hat er ja recht. Hab viel Kappes gemacht. So, ich wünsche euch was.